Im heutigen Lamia Grande Team Spotlight schauen wir auf die Finalisten der Prime League Spring 2020, Mausport und Schalke 04 Evolution. Bereits im Upper Bracket der Playoffs trafen der Erstplatzierte und Zweitplatzierte der regulären Saison der Prime League aufeinander und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Das erste Spiel war hart umkämpft und beide Teams gaben sich nichts. Im frühen Spielverlauf dominierte Schalke 04 Evolution das Spielgeschehen. Kleine Fehler wie der Push von Jeskler wurden eiskalt bestraft. Durch das Flay von Nuxelot hat Jeskler keine Chance mehr zu entkommen. Dank Sleeping's TP sichert sich Schalke nicht nur den Kill auf Syndra, sondern nimmt auch Promiscuous Morgana aus dem Spiel. Keine Chance, das macht man sogar zu zweit. Im Midgame konnte Maus trotz Goldnachteil noch einmal aufdrehen. Gleich zwei superstarke Late-Game-Champions, Gangplank und Kassadin, sind zu diesem Zeitpunkt bereit für den Fight. Maus will Schalkes Engage zu ihren Gunsten nutzen. Gilio stürzt sich übereifrig in den Kampf und wird von Jeskler direkt eliminiert. So, der Catch-Versuch Morgana mit der Ulti. Schöner Turn, der Kill für Syndra. Aber nach und nach holt Maus sich die Kills ab, ehe Sleeping zumindest ein bisschen Wiedergutmachung für Schalke betreiben kann. Sleeping muss auch gucken, wie er rauskommt. Der Damage ist gut. Stopwatch allerdings rettet Promise Q fürs Erste. Am Ende fällt auch er am Schaden. Doch am Ende macht es keinen Unterschied. Trotz Goldnachteil holt Mausports das Ace und eine alles in allem sehr gute Ausgangsposition, um das Spiel zu gewinnen. Der Sieg sollte eigentlich nur noch Formsache sein. Während Schalke notgedrungen den Baron startet, teleportiert sich Leader auf die Sidelane. Er will seine Mobilität nutzen, um den Inhibitor zu zerstören, schafft es aber nicht, dass Sleeping passend eingreift. Schalke bekommt den Baron und sucht den Fight im eigenen Jungle. Sleeping und Certus erwischen die Mäuse auf dem falschen Fuß und richten viel Schaden an. Ein Catchen hier sogar Sleeping, der chasen wollte. Aber ob das reicht, ist die Frage. Jolki ihn wieder, hält hier richtig lange durch mit seinem Sterax. Aber komm, Sleeping bekommt man hier noch nicht. Man hat zwei Gegner zurück in die Base geschickt. Dann entscheiden Neon und Geus den Fight für Schalke. Schlussendlich fallen Jeskler und Leader und öffnen damit für Schalke Tür und Tor. Kostet sie hier gerade nicht nur Kills, sondern Baron und Ahndrach. Mit den langen Death-Timern und schnellem Pushing gewinnt Schalke ein umkämpftes Spiel gegen Maus. Ein kleiner Fehler weniger und die erste Begegnung der beiden Teams wäre eventuell anders ausgegangen.